Heute live und aktuell, wollen ImmoScout und Co. uns eigentlich verarschen oder was sind das für Preise, die wir hier in den Portalen finden? Wenn dich meine Meinung zu Immobilienpreisen interessiert, schau unbedingt dieses Video bis zum Ende an. Jo, also heute aus aktuellem Anlass, es gab mal wieder eine Diskussion, diesmal mit dem Finanzamt, wie viel sind eigentlich welche Immobilien wert und wie kommt man auf irgendwelche Berechnungen? Und da habe ich mir doch mal wieder gedacht, ich nehme mir mal wieder meine beliebten Portale vor, ImmoScout, ImmoWelt und Co. Homeday-Preisatlas gibt es auch noch. Und bei den Preisen hat sich nicht viel getan. Überall liest man in den News, die Immobilienpreise krachen runter, in den Portalen aber nicht. Da ist sich bei mir wirklich die Frage, will ImmoScout uns verarschen? Wollen die, dass wir uns die Preise schönrechnen? Haben die überhaupt irgendeine Ahnung, was die Immobilien dort wirklich wert sind? Oder ist einfach nur dafür da, damit die Leute da reinschauen können, berechnen und sagen, hey, guck mal, wie viel mein Haus wert ist, aber realistisch ist es dann überhaupt nicht. Also hier die Frage, ImmoScout, Homeday und ImmoWelt. Wie berechnet ihr eure Preise? Habt ihr da irgendwelche Abschläge drin, weil ihr mal irgendwie schaut, für was die Dinge auch weggegangen sind? Oder habt ihr wirklich nur Angebotspreise? Das ist eine ganz offene und ehrliche Frage. Mich würde echt mal euer Algorithmus interessieren, wie ihr das berechnet. Wie viel habt ihr noch von den vergangenen Jahren drin? Habt ihr noch die letzten 5 oder 10 oder 20 Jahre drin? Habt ihr nur das letzte Jahr drin, 2 Jahre, 3 Jahre? Ich würde wirklich gerne mal wissen, woher kommen diese hohen Preise, die ihr in den Portalen stehen habt, zustande? Also, ich kann mal wieder an verschiedene Beispiele gehen. Das heißt, mein eines Haus, was ich damals gesagt habe, was ich zum 1.1. gekauft habe, da steht bei ImmoScout immer noch mit sage und schreibe 2.800 den Quadratmeter drin. Da ist ja wirklich die Frage, wie wird das berechnet? Wo kommt ihr auf diesen Preis? Ist da irgendwo mal ein Haus verkauft worden für diesen Preis? Sind das Sachen, die inseriert sind, die wieder rausgehen, die dann zu diesem Preis nicht verkauft werden? Aber nur weil mal jemand ein Haus für einen ganz hohen Preis anbietet, das aber nie zu diesem Preis verkauft wird, ist es dann trotzdem, fließt das mit ein in die Berechnung? Also mich würde wirklich mal interessieren, und vielleicht gibt es da eine Zeitung, die sich da mal darum kümmern kann oder mal jemand, der auf diese Plattform zugeht und wirklich mal schaut, wie kann man wirklich diese Berechnung anstellen, wie ist der Algorithmus dazu, wird der mal offengelegt, gibt es mal ein paar Fakten dazu, dass man wirklich weiß, oder ist das ähnlich wie eine Schufa, wo man gar nicht weiß, wie sich irgendein Score berechnet. Weil ich bin jetzt hier wirklich mit meinem Latein am Ende. Immer wenn ich versuche einzukaufen, gucke ich natürlich wie mich selber, was gibt es für einen Kaufpreisfaktor. Das heißt also, mit was für einer Rendite kann ich rechnen, wie viele Jahre brauche ich, um etwas wieder abzubezahlen. Und wenn ich dann sage, aktuell in Osnabrück versuche ich einen 8% zu kaufen, weil ich irgendwo 4% Zinsen habe, das ist ja ähnlich, als wenn ich mit 1% Zinsen einen 5%er gekauft habe, also ein Faktor 20 für 5% oder ein Faktor 12,5 für 8%, würde sich ja ungefähr die Waage geben. Dann ist das, wonach ich suche, damals natürlich ein 5%er, den man noch ein wenig entwickeln kann auf 6, 6,5. Ein 8%er, wenn der schon entwickelt ist, ist das natürlich auch in Ordnung, wenn man dann davon ausgeht, man hat erstmal 10 Jahre sich die Zinsen gesichert zu 4%, heutzutage vielleicht auch schon wieder ein bisschen geringer. Und dann kann man schauen, wie läuft das weiter nach 10 Jahren, wenn die Zinsen gegebenenfalls sinken. Jetzt aber wirklich die Frage, ich habe hier verschiedenste Beispiele. Also ich habe beispielsweise mal für das Finanzamt 2.500 für eine Wohnung angenommen. Auf den Portalen sind sie mit 2.900 drin, mit 2.985. Und dann ist wirklich die Frage, okay, was ist jetzt hier ein fairer Wert? Eingekauft hat man natürlich vor 10 Jahren für einen weitaus geringeren Preis. Was würde ich jetzt aktuell kriegen, wenn ich die Wohnung aktuell im Markt anbieten würde? Weiß ich nicht, ob ich die 2.500 kriegen würde. Also 2.985 stehen drin. Ich weiß gerade sicher nicht, ob ich die 2.500 kriegen würde. 2.000 mit Sicherheit. Aber schau, dann bin ich wieder über 30% unter dem Immobilien-Scout-Märchenpreis. Und das ist natürlich jetzt genau die Frage, wie soll ich jetzt meine ganzen Immobilien bewerten? Zwischen der Bewertung, die ich vornehme und die ich hätte, wenn ich Immobilien-Scout eingebe, da liegen irgendwo 3, 4 Millionen in der Bewertung dazwischen. Und was die Bank bewertet, ist mit Sicherheit noch mal geringer. Und das heißt also, die Bank rechnet mit noch vorsichtigeren Werten. Und da ist es wahrscheinlich so, dass die nur mit der Hälfte der Werte rechnen, die wirklich bei ImmoScout drinstehen. Ist natürlich die Frage, ob die Bank das trotzdem finanziert. Aber meine Frage ist wirklich mal, geht mal auf Immobilien-Scout, geht mal auf Homeday, geht mal auf ImmoWelt, schaut euch mal die Preise für eure Immobilie an und nimmt mal diesen Preis an, der da drin steht. Dann freut ihr euch in der Regel erstmal und sagt, wow, das ist ja viel, 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 viel mehr, als ich bezahlt habe. Ich bin ja reich.
weil ich habe meine Wohnung für 100.000 gekauft und laut ImmoScout ist die 200.000 wert. Dann nimmt aber mal diesen ImmoScout-Wert von 200.000 und rechnet den mit der Miete, die ihr habt. Und dann schaut mal, auf was für einen Kaufpreisfaktor ihr da aktuell kommt und auf was für eine Rendite ihr da aktuell kommt. Also wenn ich diese Preise nehmen würde, hätte ich in meinem Portfolio vielleicht noch 4,5% Rendite. Und das ist natürlich etwas, was ich aktuell überhaupt nicht mehr rechnen würde. Das heißt also, da sind natürlich Preise mit drin, die auch, ich sag mal, Kapitalanleger zahlen. Das heißt also entweder, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld, oder Eigennutzer, weil sie selber daran wohnen wollen. Und dann kommt es ja nicht so ganz auf die Rendite drauf an, sondern darauf, dass man ein schönes Objekt hat, was man gerne behalten möchte. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Immobilien Scout bildet den Preis ab von allen Wohnungen. Das heißt also klar, wenn ich da genauer eingebe und wenn ich dann noch zusätzlich mein Baujahr eingebe, dann sinkt der Preis teilweise etwas, aber manchmal bleibt er auch gleich oder geht sogar höher. Und das kommt halt immer darauf an, wie das Haus renoviert ist, was es für einen Zustand hat. Und so gibt es natürlich erstmal einen Overall-Preis. Und das heißt also, wenn man dann in meiner Straße schaut oder in meiner Region, müsste man ja auch noch schauen, gibt es jetzt hier viel Neubau in der Ecke. Das habe ich natürlich auch, dass ich Objekte habe, wo ich sage, wow, da ist es ein Ticken höher, weil vielleicht 10 Wohnungen drin stehen für Neubau für 5.000 den Quadratmeter und Bestand steht gar nicht mehr drin. Und jetzt ist es so, dass das natürlich vermutlich, ich kenne mich ja nicht aus, was ImmoScout da wirklich baut, einen falschen Preis gibt, weil neben mir die ganze Zeit Neubau für 5.000 verkauft wird und dann nimmt ImmoScout an, okay, dann muss man ja Bestand auch noch für 3,5 verkaufen können. Das weiß ich nicht, das sind nur Mutmaßungen. Aber trotzdem, tut mir mal den Gefallen, geht mal rein, schreibt mir mal in die Kommentare, was kommen da für Preise bei euch raus und was ist wirklich ein realistischer Wert. Wie gesagt, wenn ich diese Preise nehme von allen drei Portalen, wenn ich die dann auch noch mittel und sage, okay, das ist der mittlere Preis von allen drei Portalen, dann soll es ja wohl irgendwo eigentlich korrekt sein. Und selbst wenn ich dann nochmal 10 oder 20% Abschlag nehme, dann ist immer noch einige Millionen drüber als das, was ich normalerweise annehmen würde, was diese Immobilien wert sind und auch im heutigen Verkauf bringen würden. Weil das ist ja eigentlich das, was ImmoScout uns suggerieren will. Ein heutiger Preis, der heute am Markt zu erreichen wäre. Und da bin ich absolut der Meinung, das sind immer noch absolute Märchenpreise, schön gerechnet. Und ich weiß nicht, was ImmoScout damit bezwecken möchte. Möchte ImmoScout wirklich sagen, hey, fühl dich gut? Oder auch, was macht ihr Makler eigentlich damit? Mich würde wirklich interessieren, ihr Makler, was macht ihr, wenn der Kunde mit diesem Objekt zu euch kommt und sagt, hey, schaut mal, auf ImmoScout steht doch, ich kriege so und so viel. Meins ist ja eigentlich noch besser als der Durchschnitt, deswegen will ich noch mehr haben, weil es bei ImmoScout drin steht. Wie bekommt ihr die Leute dazu, auf einen vernünftigen Preis zu kommen? Macht ihr eine Berechnung, was es irgendwie vor 2, 3 Jahren gekostet hat und sagt dann, okay, bei ImmoScout sind noch die Preise von vor 3 Jahren drin, das hat sich noch nicht angepasst. Dann kann ich das verstehen. Wenn ihr sagt, schaut mal, ImmoScout hat noch die Preise von vor 3 Jahren, da waren die noch doppelt so hoch wie jetzt oder zumindest 30, 40% höher. Davon müssen wir erstmal runter und das liegt daran, da schau mal, 1% Zinsen, 4% Zinsen, der normale Angestellte, der konnte sich früher ein Haus für 500.000 leisten und musste irgendwie dabei 3% abbezahlen, deswegen ging das und jetzt kann der sich nur noch ein Haus für 250.000 leisten, weil jetzt muss er 6% abbezahlen, also 1% und 2% Tilgung oder 4% und 2% Tilgung. Das ist dann ungefähr das Gleiche, was er dann zahlen müsste. Aber er zahlt natürlich dann auch noch länger ab, wenn man Pech hat. Also in dem Fall jetzt natürlich nicht, aber normalerweise zahlst du ja, wenn du hohe Zinsen hast, länger ab als mit niedrigen Zinsen, wenn du das auf die Gesamtrate rechnest. Ja. Also, ich bin wirklich durcheinander, was das soll mit diesen Preisen und dass da immer noch keine Besserung eintritt. Das macht ja dann auch das Kaufen schwer von Immobilien, weil da muss man ja dann wirklich als Makler gute Arbeit leisten, damit der Verkäufer sich damit abfindet, dass das, was dort überall suggeriert ist, verkehrt ist. Weil das ist ja das, was er sich wahrscheinlich regelmäßig anschaut. Ich kenne genug Investoren, die da immer wieder draufschauen und sagen, Mann, was bin ich reich, Mann, was habe ich viel Geld, weil das ist ja alles so viel mehr wert, als wie ich es eingekauft habe. Und genauso im Einkauf sagen Leute, und da machen auch andere Portale und große Firmen Werbung mit und sagen, wow, unsere Leute kaufen mit 10%, 20%, 30%, 40% unter Marktpreis ein. Ja, was ist denn eben dieser Marktpreis? Ist das nicht der, zu dem du eingekauft hast? Oder ist der Marktpreis wirklich dieser Märchenpreis, der da auf Immobilien Scout angegeben wird? Also ich bin immer noch der Meinung, der Marktpreis muss ja irgendwie das sein, was du zahlst, weil der Verkäufer hätte ja vermutlich an wen anders gezahlt, wenn du nicht seinen Wunschpreis gezahlt hättest und wenn er woanders
5.000, 50.000, 100.000 mehr gekriegt hätte, dann hätte er doch nicht an dich verkauft. Warum sollte der denn dann an dich verkaufen? Klar, es gibt Ausnahmen, wo man quasi besonders viel Probleme löst, wo eine Wohnung total nicht mehr renoviert ist und man hebt den Preis durch die Renovierung oder durch eine Neuvermietung, weil es ein Underrent ist. Aber einfach nur so günstig einkaufen, da bin ich wirklich der Meinung, da malen wir uns teilweise etwas Falsches vor. Das seht ihr auch, wenn ich das überspitzt dargestellt habe, dass ich 50% günstiger eingekauft habe als der Marktpreis. Das ist natürlich ein Witz gewesen. Das ist natürlich nicht so, sondern das ist der Märchenpreis von ImmoScout, auf dem man 50% günstiger einkaufen kann. Oder 20, 30, 40. Ich nehme jetzt immer natürlich hier noch Osnabrück als Beispiel. Ich habe das Ganze natürlich auch auf Madeira als Beispiel. Da habe ich euch von Idealiste erzählt, von anderen Plattformen, wo ich auch finde, dass die Preise teilweise übertrieben sind. Aber da sehe ich es noch mehr so, dass die Leute halt ganz hoch einstellen und sagen, wenn irgendjemand so blöd ist, den Preis zu bezahlen, dann verkaufe ich, gar kein Thema. Oder dass auch sehr viele Neubauten drin sind, die total übertrieben im Preis sind. Da geht es ja teilweise auf 8, 9, 10.000 den Quadratmeter, wo der Durchschnitt bei 2, 5 oder 3.000 liegt. Dann ist es natürlich so, dass die den Preis wahrscheinlich gewaltig nach umziehen. Aber auch Idealist, da würde mich natürlich auch interessieren, wie berechnet ihr eure Markt- oder Märchenpreise? Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Schreib mir mal rein, was deine Wohnung, was dein Haus laut ImmoScout wert wäre pro Quadratmeter, für was du es gekauft hast und was du für eine Rendite hättest. Das würde mich wirklich interessieren, wenn du das hier unten drunter teilst. Wenn du noch mehr Infos dazu haben willst, komm gerne auf mich zu. Ich teile auch gerne hier noch mehr Informationen zu den Objekten, die ich gekauft habe. Ich kann sagen, ich habe irgendwo mit einem Quadratmeter Durchschnittspreis von 1.500 Euro ungefähr gekauft. Da ist natürlich ein bisschen viel auch mit dem Gewerbe drin, weil ich ein großes Gewerbe gekauft habe für nur 519 den Quadratmeter. Das ist natürlich so, dass man da auf jeden Fall etwas abziehen muss. Das heißt, vielleicht sind es 1,6. Aber die Frage ist natürlich, wo ist der Marktpreis von Osnabrück, Funchal oder wie auch immer. Ich bin der Meinung, die sind auf jeden Fall viel zu hoch in den Portalen und ich bin mir nicht ganz sicher, was wollen die Plattformen uns damit suggerieren. Das war's von mir für heute, live hier aus Mexiko, Cancun. Morgen geht's weiter nach Costa Rica, einen guten Kumpel, den Alex, besuchen. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Bis bald, Dennis von ImmoIncubator. Ciao, ciao.